Ja, hallo liebe Motorsportfreunde und herzlich willkommen zurück hier bei Mr. Easy Racer und einer weiteren Folge meines Let's Plays von Trackmania Turbo. Ja, nachdem wir in der letzten Folge die Solo-Kampagne gemacht haben, hatte ich ja heute angekündigt, dass wir ja in die weltweiten Herausforderungen gehen. Und ja, da würde ich einfach mal schauen. Oh Gott. Wir haben hier... Okay, das sind alles richtig gute Bewertungen. Das sind ja noch laufend, glaube ich, ne? Oder? Wenn es mich nicht täuscht. Ich kann aber wieder leider nicht ja, nach Wertung sortieren. Das ist immer ein bisschen schade, weil ich werde jetzt schon eine machen, die schon ja, ganz gut ist. Okay, die können wir doch mal nehmen, oder? Okay, trainieren. Das ist nur, what? Das ist nur eine Strecke oder wie? 44 Sekunden. Ja, bei diesem Spielmodus bin ich auch noch nicht ganz durchgestartet irgendwie. Habe ich auch noch nicht so ganz durchgeblickt, aber... Ja. Ich weiß jetzt nicht genau, was man da so machen kann, ne? Also ich habe schon... Ich habe schon verstanden, dass ich hier... hier so fahren muss. Okay, 8 Runden Trainingsmodus habe ich. Ernsthaft? Ernsthaft? Okay. Ach so, das ist eine Multilap, oder was? 5 Laps to go, Alter, kriegst du ein Drehboom. Okay, immer schön außen anfahren, dann kann ich nämlich den Drift schön in einem durchziehen. Das war jetzt ein bisschen... Das war nicht ganz so gut. So, da kann man schön halt den Drift hier am Leben behalten. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob das hier so eine gute Taktik ist. Ich kann es nicht beantworten. Heißt das jetzt schon, dass ich jetzt hier Vollgas fahren muss, oder was? So. Oh Gott, angeeckt. Das ist nicht gut. Gut, ich bin schon mal schneller als eben gerade. Ist nur die Frage, wie lange, ja? Boah, das war mega knapp. Oh Gott, ich darf halt nicht zu spitz drauf fahren, ne? Boah, wieso wird das auf einmal... Alter Schwede. Wird auf einmal so komisch hier. Also ich krieg jetzt echt gleich einen Drehbuch. Don't slow down, das habe ich schon verstanden. Ja. Jawohl, passt. Und jetzt war ich nochmal schneller, okay? Okay, ja, kann ich das, okay. Trainieren, rennen. Okay, dann fahre ich jetzt mal das Rennen. Alles klar. Schauen wir mal. Was hatten wir? 44, 45. Das ist auf jeden Fall noch verbesserungswürdig. Jawohl, ich bin bereit. Indem ich es natürlich schaffe, nie abzuecken. Ja gut, das machen wir nochmal. Ah, ich habe nur noch eine Münze, okay. Da muss ich jetzt aufpassen. Okay. Okay, okay. Immer schön im Drift bleiben hier. So, und irgendwo anecken, wenn es geht. So, jawohl, sehr, sehr gut. Ja, bis jetzt passt das sehr, sehr gut. Nein, einmal angeeckt. Ah, fuck it. So. Boah, das war auch mega knapp gerade. So. Noch 2 Runden. So, jetzt die letzte Runde noch. Richtig gut hinbringen, wenn es geht. Ah, schade. Nochmal am Ende angeeckt. Aber ich bin Challenge Master. Okay, 42,97. Nö. Da haben wir das ja ganz gut hingekriegt eigentlich. Okay. Jo. Passt ja wunderbar, oder? Hätte ich jetzt mal behauptet. Bringt mich hier aber leider nicht nach vorne. Ja, gefällt mir auf jeden Fall. Ist mal was anderes. Okay, dann... Suche. Okay, suchen wir uns noch mal was aus. Okay, hier haben wir noch eine. Okay. Dann probieren wir doch die mal. Die ist auch wieder nur ganz kurz. Die trainieren wir natürlich auch mal wieder kurz. Und dann werden wir die auf jeden Fall spielen.
Ja, ich habe auch vor, wie gesagt, nächste Folge dann Trackbuilder und ja, da will ich auch nicht mehr so unbedingt so viel dran bauen. Ich will dann auch die Strecke irgendwann mal freigeben. So, okay. Undercover. Okay, was haben wir jetzt hier? Ist das einfach nur geradeaus oder wie soll ich das verstehen? Ach du Scheiße. Okay, ich habe verstanden. Das heißt chillig fahren. Nicht überhastet. So. Ja, komm, da kommt er hoch. Jawohl, länger, sehr gut. Genau, und das sollte man nicht machen. Aber er schafft's, er schafft's, er schafft's. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Wenigstens einmal ins Ziel. Oh Gott. Alter, das ist noch richtig ätzend. Da muss ich mich direkt weiter rechts halten. Okay, weiß ich Bescheid. Alles klar. Okay, jetzt muss ich natürlich schauen, wie ich das am Be noch besser hinbringe. So. Ich weiß nicht, ob das besser geht. So. Jawohl. Ja, sehr gut. Ich glaube, so geht echt am besten, oder? Ah, schade, nochmal angeregt am Ende. Aber ich glaube, so könnte das echt am besten gehen. Ich weiß halt nicht, inwiefern man. Ja, okay, so geht es natürlich noch besser. So. Okay. Okay. Okay, so geht's noch besser. Interessant. Okay, können wir dann mal bitte jetzt das. Oh, nur Silber? Okay, das ist natürlich schon heftig. Dann probieren wir es mal. Dass das jetzt nur Silber war, das finde ich jetzt schon heftig, weil ich habe das eigentlich relativ gut erwischt. Ist halt die Frage, was halt wirklich das Schnellste ist. Das ist halt wirklich die Frage. So. Probieren wir es mal. Okay, das war schon mal nicht ganz so gut, glaube ich. So. Jawohl. Ja. Okay, das war schon mal nicht schlecht. Okay, Silbermedaille. Okay, jetzt müssen wir irgendwie Zeit finden noch. Jawohl. Ja, sehr gut. Also das wird wahrscheinlich auf jeden Fall nochmal schneller werden. Aber ob es jetzt für eine bessere Medaille reicht, weiß ich nicht. Ja, okay, schon mal Gold. Ist natürlich auch schon mal gut. Ist halt die Frage, ob ich es schaffe, nochmal zu verbessern. Ah, das war nicht ganz so gut. Nee, jetzt komme ich nicht mehr hinterher hier. Nee, der letzte Versuch wird auf jeden Fall nochmal schlechter, leider. Okay. Aber immerhin habe ich doch noch Gold geholt, ne? Das ist doch auch schon mal nicht schlecht. Das ist doch auch schon mal nicht schlecht. Gefällt mir auf jeden Fall. Kann man, ja, so lassen. Okay, sonst haben wir hier auch überall Gold, die wir schon mal gespielt haben. Das ist auch schon mal sehr, sehr gut. Jetzt gucken wir mal, ob wir nochmal irgendwo eine 4 Sterne finden. Hier hätten wir nochmal Saftmixer. Okay, schauen wir mal. Jo, dann probieren wir es doch. Das sind auf jeden Fall selbst erstellte Strecken. Es ist aber auch mal ganz nice, sowas, finde ich. Könnte natürlich mal gucken, ob ich da irgendwo Freunde finde. Ja, kann ja sein, dass ihr auch welche erstellt habt. Also da muss ich auf jeden Fall mal reinschauen, ob ich da irgendwo euch finde. So, ja, dass die Kamera mich immer im Blick hat. Okay, lass mal loslegen. Okay, erstmal einfach nur geradeaus, so wie ich das sehe. So wie ich das sehe, nur geradeaus und dann. Holy moly. Alter Schwede. Okay. Ja. Okay, ich darf auf jeden Fall nicht auf den Zeppelin springen. Deswegen werde ich direkt mal versuchen, ein bisschen weiter rechts jetzt abzuspringen. So. Oh Gott, ich lande trotzdem auf dem Zeppelin, aber ich lande auf dem Ding. Okay, passt. Und jetzt hier runter, oder was? Und dann?
Ich check's nicht. Ich check's irgendwie nicht. Saftmixer, okay. Dann fangen wir schon mal ganz gut hier, gerade. So. Da hinten ist das Ziel, ja, Tatsache. Wuhu! Komm, Barrel Roll geht. Nein! Madik. Madik. Schade. Hätte es jetzt eigentlich direkt neu starten können, ja. Oh Gott. Aber könnte vielleicht gut gehen, wenn mich... Ich dachte, der Zeppelin streift mich vielleicht. Aber nein, das geht wieder nicht gut. Okay, vielleicht versuche ich mal rechts zu springen. Links zu springen, weiter links. Ich habe ja bis jetzt immer noch rechts versucht. Versuche ich mal hier einfach, mein Glück. Jo, der könnte gut kommen. Ah, ja. Das passt. Das passt. Natürlich nicht perfekt, aber es passt. So, und jetzt einfach hier rüberfahren, wenn ich das richtig verstanden habe. Okay, jetzt einfach geradeaus ins Ziel, oder? Oh Gott, Alter, das habe ich überhaupt nicht gesehen. Okay. Also, oh, ach nee, das ist nur ein Schatten. Ich dachte schon, das wäre nochmal so eine Rampe. Okay. Ja, muss auf jeden Fall besser gehen, ganz klar. Ich versuche jetzt einfach mal geradeaus zu fahren. Vielleicht war das einfach nur Pech eben gerade. Oder der allererste Versuch. Weil hier komme ich halt, ich springe halt auch gerade ab. Das ist halt die Sache. Aber mich haut es halt runter, das ist das Problem. Das ist das Problem. Aber die ist echt tricky. Liegt aber auch nur an diesem ersten Jump, glaube ich. So, was ist, wenn ich hier ganz außen fahre? Dann sollte ich eigentlich perfekt durchkommen. Jawohl, okay. Ich hab's raus. Ich hab's raus, wa? Okay, jetzt muss ich hier auf jeden Fall aufpassen. Weil ich hier wieder rüber muss. Jawohl, Linger. Das war super nice. Das war super nice. Okay, verlassen. Ja, Trackmaster-Medaille ist sehr, sehr gut. Okay, und jetzt müssen wir es halt im Rennen noch auf den Punkt bringen. Das müssen wir schaffen. Okay, und da muss ich mal nach den Freunden gucken. Habe ich jetzt wieder nicht dran gedacht. Aber jetzt glaube ich, kriegen wir es hin. Jawohl. Muss jetzt nochmal genauso fahren wie eben. Also sehr, sehr weit links. Das sollte dann perfekt passen. So, jetzt gerade abspringen. Jawohl, das schaut gut aus. Das wird sehr, sehr knapp. Aber es passt. Aber es passt. Jawohl, jetzt hier schön rum. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ah, nein, 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 nicht da. Oh Gott. Ich Idiot. Was gibt das? Nur Gold. Ja, war klar. Das war idiotisch, ja. Da stimme ich zu. So. Okay, jetzt wieder hier rüber. Aber nicht zu weit. Genau, perfekt. Ja, das sieht zwar knapp aus, aber es funktioniert. Oh Gott, ein bisschen abgekommen hier, aber geht. Okay, jetzt aufpassen, bitte. Bitte easy. Chillen hier. Jawohl. Yes! Trackmaster! Du bist Challenge Master! Okay. Nee, das passt eigentlich. Das habe ich jetzt wunderbar. Ja, geschafft. Das taugt mir. Das taugt mir. Gefällt mir auch. Das kann man echt spielen. Okay. Haben wir endlich viele Trackmaster hier schon. What the fuck? Jetzt bin ich gerade ein bisschen weit. Okay, da kann ich nur erstellen. Okay, Suche. Filter ändern. Kann ich hier... Nee, ich kann hier leider nicht Freunde auswählen. Okay, leider, leider, leider. Aber würde ich sagen, wir suchen uns nochmal was raus. Undercover, kurz Technik. Ich weiß halt nicht... Ah, die haben wir schon. Ich muss echt mal schauen. Kann ich Gespielte schon ausschalten? Nee, kann ich leider nicht. Okay, wir gehen mal ein bisschen weiter. Weil so weit war ich noch nie, glaube ich. Da waren auch gerade ein paar gute dabei. Okay. Ja, ich glaube, die haben wir noch nicht gefahren. Dann probieren wir mal die erste hier direkt.
kurz auf die Uhr geguckt. Ja, knapp 15 Minuten, da geht schon noch was. Aber macht auf jeden Fall Spaß, weil das sind halt auch Strecken, wo ich sage, ja, das geht locker, ja. Also musste ich zwar teilweise auch mit dem Jump, da musste ich halt ein bisschen reinfuchsen, ein bisschen überlegen, ein bisschen probieren, wie es am besten geht. Aber es ist nicht diese 5000 Stunden lange Strecken. Das ist doch schon mal ganz gut. Okay, jetzt muss ich mal schauen, was das hier so bereithält für mich. Ach du heilige Mutter Maria. Okay. Ah, ist aber auch chillig, muss ich ehrlich sagen. Gar keine Sache. Okay, und schon sind wir im Ziel. Ja, nice. Das kann man auch mal wunderbar schnell fahren. Das ist ganz, 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 ganz klar. So, dann schauen wir mal, dass wir das noch mal besser hier hinbringen. Vielleicht ohne Anhängen. Jawohl, passt. Okay, wunderbar. Jetzt bin ich zu weit links, zu weit rechts fast, aber geht. Jo. Wunderbar, würde ich sagen, einmal probieren wir es noch. Ich habe einmal kurz gelupft, wenn ich da jetzt noch ein bisschen mehr Eier habe und da durchziehe. Ah, nee, 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 nee. Es ist halt die Sache, ob es richtig ist, so knapp zu fahren oder einfach hier außen rum zu fahren. Jawohl, passt. Wunderbar, nochmal besser. Dann kriege ich halt eine. Nee, ich bin genau 0-0. Oder? Nee. Okay. Das verlassen wir jetzt mal wieder. Okay, Gold. Jo, damit kann ich auf jeden Fall mal leben. Das müssen wir halt nur jetzt auf den Punkt bringen. Ja, das ist immer, Training ist immer das eine. Und dann den Joke, alles ja, auf den Punkt dann zu bringen, ist immer das andere. Aber passt. I'm auf jeden Fall ready. Okay. Wie habe ich die erste genommen? Ich bin hier außen rum gefahren, gell? Genau. Und die zweite dann wieder innen rum. Jawohl, passt. Wunderbar. Ja, sehr, sehr gut. Also das ist schon der perfekte Versuch eigentlich. Jo. Das ist doch direkt die Goldmedaille. Ich weiß jetzt nicht, was ich hier noch besser machen soll. Ich kann es euch echt nicht verraten. Ich kann es euch wirklich nicht verraten. Ja, vielleicht hier noch ein Ticken besser, das stimmt. Und jetzt habe ich hier noch ein bisschen mehr Speed drauf. Ui, da, yes, Mann. Jawohl, Challenge Master. Nö, haben wir eigentlich jetzt wunderbar hingebracht. Ja, sehr, sehr geil. Ja, sehr, sehr geil. Okay, jo, gefällt mir. Das sind halt so kleine Sachen, die kann man wunderbar kurz zwischendurch machen. Jo, und das taugt mir. Und da würde ich jetzt mal sagen, das schaut mal richtig gut aus hier alles. Ja, wir haben es dann eigentlich auch jetzt für die Folge. Ich weiß, es ist ein bisschen kürzer, aber ja, ich denke mal, dass für die weltweiten Herausforderungen passt das. Und ja, also wenn euch das Video gefallen hat, dann würde es mich natürlich freuen, wenn ihr ein Like da lassen würdet. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Also ich wünsche euch noch was, sagt Ciao, Servus und bis dann.